YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und wie versprochen, heute das Herbsttrends-Video 2018. Kannst du bitte aufhören, mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen? Danke. Hier und da hatte ich ja schon öfters angesprochen, dass dieses Video online kommen soll. Und wie in jedem Trends-Video ist es nun meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir eure Trends für den Herbst 2018 super gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, hier einmal kurz der Hinweis, dass morgen, also am 29.09., das ist ein Samstag, der Pop-Up-Store zu meiner eigenen Modemarke in Düsseldorf stattfinden wird. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn möglichst viele von euch morgen zwischen 15 und 18 Uhr an der Hohenzollernstraße 30, eben in Düsseldorf, vorbeischauen würden. Bei denjenigen, die weiter weg wohnen, kann ich es natürlich nachvollziehen, dass sie nicht vor Ort sein werden können. Aber ihr habt dann die Möglichkeit, am Sonntag, den 30.09., euch die Pieces um 13 Uhr, euch die Pieces auf der Homepage zu gönnen. Alle Informationen findet ihr nochmal in dem letzten Video, was ich euch hier oben rechts verlinke. Da läuft sogar noch bis heute Abend ein Gewinnspiel. Also falls ihr noch nicht dran teilnimmt, dann macht das. Aber ich habe genug gelabert. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mit dem eigentlichen Video an. Ich glaube, die meistgestellteste Frage, die uns vermutlich alle plagt, ist die Frage der Übergangsjacken. Welche Jacken kann man im Herbst anziehen? Ich habe euch jetzt hier mal ein paar Varianten mitgebracht, die ich euch empfehlen kann. Und da kann natürlich keine schwarze Jeansjacke fehlen. Die Jeansjacke, gerade in der Farbe schwarz, ist für mich vermutlich die beste Übergangsjacke für den Herbst. Man kann darunter ganz easy ein Hoodie anziehen, ein Pullover, sogar ein T-Shirt, wenn es nicht allzu kalt ist. Und für 70 bis 80 Euro kriegt man hier schon eine von Levi's, die wirklich von der Qualität vollkommen in Ordnung ist. Wer nicht auf schwarz steht, kann natürlich auch sich für eine andere Farbe entscheiden. Und klar ist auch, dass es keine von Levi's sein muss. Es gibt auch definitiv teurere. Ich habe hier jetzt beispielsweise eine von Gucci, die extrem teuer war, die ich aber ultra gerne anziehe. Es gibt auch welche von Balenciaga für 900 Euro oder sogar von Off-White für 600 bis 700 Euro. Ich würde euch aber empfehlen, gerade wenn ihr noch keine zu Hause habt, erstmal mit einer von Levi's zu starten, denn da könnt ihr euch erstmal rantasten, ob das überhaupt was für euch ist. Ich packe euch selbstverständlich ein paar Links unten in die Beschreibung und da könnt ihr einfach nochmal den Preis und die Verfügbarkeit, wie immer meine Freunde, abchecken. Ich glaube, Jeansjacken ist jetzt nicht etwas allzu Spezielles. Also ich glaube, die meisten von euch hatten das auf dem Schirm. Aber was vielleicht der ein oder andere noch nicht in seinem Kleiderschrank hat, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich rede nämlich von Regenjacken. Wer kennt es nicht? Gerade im Herbst, es ist zwar nicht kalt draußen, so sagen wir zwischen 15 und 20 Grad, aber es regnet. Mega nervig, aber wenn wir ehrlich sind, können wir das Wetter nun mal nicht beeinflussen. Und da, meine Freunde, kommen die Regenjacken ins Spiel. Ich habe hier zum Beispiel eine etwas sportlichere von Reebok im schwarz-weiß-blauen Design. Kann man sich einfach überziehen, egal was man anhat. Und zack, ist man direkt vom Regen geschützt. Auch hier gibt es wirklich sehr, sehr teure Varianten von Vitmont. Muss es aber eigentlich gar nicht sein. Zum Beispiel, ich habe hier einen Raincoat für gerade mal 55 Euro. Der macht von der Qualität einen sehr, sehr guten Eindruck und hat hier auch nochmal eine Kapuze, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier sogar noch eine Variante von Zara allerdings, die, wie ihr sehen könnt, dann noch viel, viel länger geschnitten ist als die vorherige. Ist natürlich hier mal wieder Geschmackssache, je nachdem, was euch mehr gefällt. Was mich hieran ein bisschen stört, sind die orangenen Akzente im Inneren der Regenjacke. Kann man halt nicht zu allem kombinieren, kann aber auch nochmal den einen oder anderen Farbakzent in ein Outfit mit reinbringen. Das waren jetzt alles Übergangsjacken, die gerade dafür geeignet sind, wenn es nicht allzu kalt ist. Ich sag mal, bis 10 Grad ist man damit gut aufgehoben. Aber der Herbst bringt natürlich auch Tage, wo es gerade morgens oder abends extrem kalt ist. Und dafür sind meiner Meinung nach einfach mega nice Flanelljacken. Flanells sehen nicht nur ultra nice aus, sondern halten einen auch wirklich vernünftig warm. Ich habe hier zum Beispiel eins von Ruff, ist leider ausverkauft und war mit 220 Euro auch nicht ganz so günstig. Aber wie ihr sehen könnt, das Ding ist gefüttert, kann man selbst bei Minusgraden anziehen. Deswegen feiere ich diese Dinge einfach, weil die mega, das hat einfach diesen Holzfäller-Look. Wisst ihr, wie ich meine? Hier dieses mit roten Akzenten auch mega nice. Ist dann allerdings nicht mehr gefüttert, aber auch das hält definitiv warm. Und da jetzt am Sonntag, wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, der Drop von meiner eigenen Marke ist, darf natürlich auch nicht mein eigenes Flanellhemd
fehlen. Das gute Stück wird 109 Euro kosten. Wir haben hier vorne links einmal ein Patch, genauso wie hinten rechts. Kann auch sehr gut als Übergangsjacke verwendet werden mit einem T-Shirt drunter oder beispielsweise einem Hoodie. Wenn ihr euch mal die einzelnen Flanells anguckt, dann haben die eigentlich nur eine Gemeinsamkeit oder die haben mehrere Gemeinsamkeiten, aber eine, die direkt ins Auge fällt, das wäre das Karo-Muster. Alle drei haben ein Karo-Muster und da wären wir direkt auch schon beim nächsten Trend, meine Freunde. Karo-Muster, egal in was für einer Form, Hoodie, T-Shirt, Jacke, Mäntel, Hosen sind für 2018 im Herbst komplett angesagt. Das Ganze muss auch nicht teuer sein. Ich habe hier zum Beispiel eine braune mit diesem Karo-Muster und ich meine, die hätte 40 bis 50 Euro gekostet. Was ich aber ultra abfeier, ist dieses rot-schwarze Karo-Muster. Kennt ihr vermutlich alle aus dieser, ich sag mal vorsichtig, Punker-Szene. Kann aber mit Boots mega geil aussehen. Ich hatte eine von Raf Simmons gesehen, die allerdings mit 450 Euro viel zu teuer war. Wie bereits erwähnt, ich versuche euch ein paar Alternativen und ein paar Links unten in die Beschreibung zu packen. Da könnt ihr das Ganze einfach mal abchecken. Aber für euch als Hinweis, egal in was für einer Form, Flanells, Hosen, Mäntel, Karo-Muster für 2018 im Herbst absolut angesagt. Machen wir weiter mit dem nächsten Trend und das wird vielleicht viele von euch irritieren. Ich rede nämlich von Farben. Jetzt sagt ihr vermutlich, klar, Farben, kenne ich, habe ich schon mal gehört, habe ich auch im Kleiderschrank. Aber wovon ich rede, sind knallige Farben, also fast schon Neonfarben wie beispielsweise Orange, Gelb, Rot oder auch Grün, die direkt ins Auge fallen. Man hat es gerade bei der ersten Kollektion von Virgil Abloh für Louis Vuitton gesehen, dass irgendwelche Sidebags, Socken, Hüte oder auch einfach nur Taschen in sehr, sehr knalligen Farben gehalten wurden. Auch Mason Margiela hat das in den letzten Kollektionen wieder hervorgehoben und meiner Meinung nach kann man damit wirklich gerade auch im Herbst einen sehr coolen Hingucker kreieren. Ihr müsst natürlich nicht komplett in Neonfarben rumlaufen, das sagt euch keiner. Aber stellt euch mal vor, ein eher schlichtes Outfit, wo dann eine Umhängetasche in beispielsweise Orange getragen wird. Kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall machen. Der Trend geht sogar so weit, dass Oberteile, Hosen in diesen Farben gehalten werden. Ich würde vermutlich eher mit Akzenten anfangen, sich das so ein bisschen rantasten. Socken können da auch schon den Unterschied ausmachen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man dann hergehen und sich einen Pullover in einem Orangeton oder Gelbton kaufen. Wenn man sich dann allerdings schon sicher ist, dass man sich darin wohlfühlt. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich mit euch besprechen möchte. Und das ist Asymmetrie. Wir sind hier zwar nicht im Geometrieunterricht, aber Mode kann auch asymmetrisch sein, wie wir hier an diesem Beispiel auch sehen können. Wir haben rechts einen schwarzen Ärmel, links einen grauen. Und es müssen nicht nur unterschiedliche Farben sein, es kann auch ein komplett unterschiedlicher Schnitt sein. Zum Beispiel der rechte Arm ist lang, der linke etwas kürzer. Also da ist der Kreativität wirklich frei im Lauf gelassen. Ich feiere es dann sogar umso mehr, wenn sich Leute wirklich Gedanken machen und da versuchen rum zu experimentieren. Ist im Übrigen auch schon ein Trend, den man jetzt schon öfters gesehen hat. Ich finde aber gerade im Herbst sollte man da einfach nochmal ein besonderes Augenmerk drauflegen und auch hier findet ihr wie eigentlich zu jedem Trend den ein oder anderen Link oder auch das ein oder andere Produkt unten in der Beschreibung verlinkt. Wer von euch kann sich noch an das Sommertrends 2018 Video erinnern? Da hatte ich angesprochen, dass diese Hawaii-Hemden mega angesagt sind und das gilt natürlich auch für den Herbst 2018. Allerdings sind Kurzarmhemden teilweise zu kalt für den Herbst. Kein Problem, Freunde, da gibt es wirklich ultra krasse Strickpullover, die diesen Vibe einfach auch aufcatchen. Wisst ihr, so dieses ugly Designs? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich wirklich, wie bereits erwähnt, Strickpullover gesehen, Mäntel, Hoodies oder auch Kurzarmhemden von Prada, die gefüttert sind, sind natürlich mit irgendwie 1300 Euro unbezahlbar. Aber das ist ein Trend, der mir persönlich mega gut gefällt. Kann man auch beispielsweise mit diesen Neonfarben-Trend kombinieren, dass man sich ein Piece kauft, was eben diesen Kunstdruck hat und zugleich eine Farbe wie Orange oder Gelb integriert. Da hat man direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche gefangen oder geschnappt oder
getötet. Deswegen mein Favorit von diesen, geh mal wegfliege, von diesen ganzen Trends ist auf jeden Fall dieser Kunstdruck. Question of the Video, welche Trends habt ihr auf dem Schirm für den Herbst? Schreibt mir das gerne als Kommentar unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns am Samstag, den 29.09. beim Pop-Up Store in Düsseldorf treffen würden. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Freunde, falls ihr im Übrigen wollt, dass nochmal ein ausführliches Video zu den Wintertrends 2018 kommt, oder 2019, dann gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr das sehen wollt.